Mein Name ist Ina Jessen und wir stehen hier im Dieter-Roth-Museum in der Abteistraße in Hamburg. Dirk Dabke und ich haben zusammen die Ausstellung Dieter Roth – Gepresst, gedrückt, gequetscht, Material- und Druckgrafik kuratiert. Diese Ausstellung ist momentan zu sehen in der Sammlung Falkenberg der Deichtorhallen in Harburg und Teil der Ausstellung sind mehr als 1000 Druckgrafiken und Materialarbeiten von Dieter Roth, die aus der Sammlung des Dieter Roth Museums kommen. Nachdem Dieter Roth in den 50er Jahren mit Schraffuren und überlagernden Linien beispielsweise gearbeitet hat und somit eine Bewegung im Bild zeigte, obwohl es sie gar nicht gab, also Op-Art nannte man das, ist er 1960, um 1960 herum tatsächlich in die Bewegung gegangen. Das heißt, er hat Spielobjekte oder kinetische Objekte geschaffen, so wie das Drehrasterbild, das wir hier sehen, die wir als Besucherinnen oder Betrachterinnen bespielen müssen, damit das Objekt auch fertig wird sozusagen. Also Dieter Roth hat die Idee und wir führen es sozusagen aus. Zu sehen ist sind mehrere Holzringe, die ineinander gelegt sind. Davor gelagert ist eine Glasscheibe. Die Holzringe können umeinander oder gegeneinander verschoben werden. Ich führe das hier vor, sodass eine Verschiebung der Linien und Schraffuren stattfindet und vorgelagert ist diese Glasscheibe, die ebenfalls zu drehen ist, sodass ganz neue Formmuster entstehen. Dabei sind Zufall in der Bewegung, aber auch die Zeit als Faktor im Werk von Dieter Roth ganz besonders wichtig. Dazu kommt, dass es in dem Kugelbild um den Hörsinn geht. Das heißt, wenn ich es gleich in Gang setze, dann können Sie das Kunstwerk nicht nur sehen, nicht nur begreifen, sondern auch hören. Das Hören spielt eine ganz wesentliche Rolle im Werk von Dieter Roth. Das haben wir hier am Kugelbild buchstäblich gehört. In den 70er und 80er Jahren hat Roth dann mit seinen Kindern, beispielsweise Björn und Vera Roth, zusammen musiziert. Und dort ist das Hören besonders wichtig, weil die Töne als Material in die Installation des Kellerduos beispielsweise eingebunden sind. Das Schmecken spielt eine große Rolle und eine wichtige Rolle in Roths Arbeiten der 1960er und 70er Jahre, wenn es nämlich um den sogenannten melancholischen Nippes geht. In Providence in den USA hat Roth das erste Mal mit Lebensmitteln in druckgrafischen Prozessen experimentiert, mit Käse beispielsweise. Und daraufhin folgten auch Schokolade und Zucker, aber auch Gewürze und eben eine Banane, wie wir sie hier im Hintergrund sehen. Auf 5 Meter Leinen hat Roth hier eine Bananenstaude durch eine herkömmliche Radierpresse gepresst, gedrückt, gequetscht sozusagen. Aber nicht nur in Druckgrafiken, sondern auch in Lebensmittelobjekten spielen Lebensmittel natürlich eine große Rolle. Hier haben wir in der Sammlung beispielsweise den Schokoladenlöwenturm, aber auch am Rhein. Es handelt sich dabei um eine Zuckerlandschaft, um eine apokalyptische Landschaft, in der kleine Spielzeuge aus Blech oder aber auch aus Plastik eingebunden sind und in der Roth quasi in 4 Zinkwannen ein Rheinknie abbildet und damit im Schimmelmuseum in den 1990er Jahren sozusagen diese Landschaft fertigstellt. Lebensmittel als Kunstmaterial. Da könnten wir ja denken, es geht tatsächlich um den Verzehr, dass wir als BetrachterInnen diese Objekte auch essen können. Aber es geht natürlich in erster Linie auch um den Prozess. Das heißt, Roth verwendet diese Materialien und sie werden durch Zufall, durch Temperatureinflüsse, durch die Insekten, die die Objekte maßgeblich auffressen, eigentlich zersetzt. Das heißt, Roth gibt die Kontrolle gewissermaßen ab. Und es sind aber auch künstlerische Experimente, die dabei eine Rolle spielen. Im Dieter-Roth-Museum gibt es zahlreiche Gerüche. Also maßgeblich ist es geprägt von Schokolade, alternder Schokolade, wie hier dem Schokoladenlöwenturm. Man sieht
die einzelnen Löwensäbste, wie sie heißen, sind wirklich durchsetzt von kleinen Einfluglöchern und Fraßspuren von den ganzen Brotkäfern, die darin beherbergt sind oder waren vielmehr. Genau, und deswegen ist auch diese Geruchskomponente hier gegenwärtig, ist aber in den Anfängen, in den Entstehungsmomenten der jeweiligen Objekte noch viel entscheidender. Also wenn wir das Hackfleischbild oder das Schimmelbild anschauen von 1969, Dosengemüse neben Hackfleisch, dann ist es schon auch ein ziemlich elementarer Angriff auf den Geruchssinn, aber auch die Physis des Ganzen, also unsere Physis sozusagen des Menschen. Und das ist maßgeblich durch den Geruchssinn eigentlich getriggert. Das heißt, wenn wir in den Raum kommen, stellen wir uns vor, es ist 1969, wir kommen in einen Raum, wo das Hackfleischbild ist. Bevor wir es sehen, können wir es schon riechen, weil es einfach verfault. Diderots Kunst ist mit allen Sinnen erfahrbar. Wir können sie sehen, das ist bereits im Frühwerk angelegt, wir können sie anfassen, das ist dann in den 60er Jahren ein ganz wichtiger Teil, um diese alleinige Autorschaft aufzubrechen. Betrachterinnen und Betrachter sind Teil des Kunstwerks, indem sie sie buchstäblich begreifen. Dann können wir sie auch hören, das haben wir am Kugelbild gesehen oder gehört vielmehr. Wir können sie aber auch riechen und theoretisch auch schmecken, indem Rot nämlich in den 60er und 70er Jahren, insbesondere auch bis in die 90er Jahre, Lebensmittel als Kunstmaterial verwendet hat.